Somit kommen wir jetzt zur zweiten Form von Alexia. Die können natürlich vergiften und diese kleinen Dinger sind echt nervig. Deswegen muss ich aufpassen. Deswegen brauche ich hier den Granatwerfer. Wegen diesen kleinen Pissdinger. Ja, komm. Ja, komm. Und ich sollte auch schnellstmöglich darauf achten, dass ich geheilt bin. Okay, das war Glück. Okay, komm, komm, komm. Die produziert immer mehr, diese Viecher. Wenn wir diese Phase vorbei haben. Diese Viecher, die können auch schon reinhauen. Okay, ich habe noch 3 Schüsse. Ja komm, schieß! Und damit haben wir diese Phase schon mal erlebt. Ja, es kommt eigentlich meine Hassphase, kann man sagen. So, wir holen uns das Ding an, die Impulskanone, und ich hoffe mal, ich treffe. Seht ihr, ich habe sogar noch so viel Munition übrig. Das ist unglaublich. So, jetzt muss ich aufpassen, wo die steht. Und ich muss zielen. Komm. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, komm. Diese. Verdammt, das war daneben. Ich muss aufpassen. Jetzt laufe ich hier mit diesem blöden Feuer. Aber eine Heilung habe ich noch. Alles noch im grünen Bereich. Das Loch stört ja auch nicht. So, wo ist das Mistchen? Ah, ich hab doch. Ich hab's nicht ganz. Ich hab den nicht ganz getroffen. So. Nein, noch nicht ganz. Aber dauert nicht mehr lange, bis ich das Misty endgültig den Chaos mache. Ah, verdammt. Ich muss besser zielen. Na, komm. Ach ja, wird ja noch. Nee, doch nicht. Komm schon. Blöde Feuer. Kann mir egal sein. Wo bist du? Ach, komm. Dann bleib ich noch. Nichts mehr. Gefahr. Okay, cool. Ach, das ist doch nicht wahr. Ich hasse... Das ist das Einzige, was richtig nervt. Aber ich bin froh, wenn der vielleicht vorbei ist. Und ich brauche viel zu lange... Boah, wieso treffe ich den nicht? Ist dieses Mistvieh... Immer noch nicht. Bitte. Schnellstmöglich. Geh. Oh, nee. Bitte, bitte, bitte. Oh, nein. Ich treffe das auch nicht. Das blöde Mistvieh. Oh, jetzt hat sie mich doch noch getroffen. Komm, lauf, 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 lauf. Ganz ruhig. Jetzt.
das war's endgültig mit ihr. Chris! Move. Claire! No! Well done, Chris. It turns out that Alexia's work wasn't much of anything. So now, the only thing left is revenge. Let her go, Wesker! You don't want her. Fine. Claire! Today's a good day. I came for Alexia. But killing you is even better. Sorry to disappoint you, but Alexia is gone. That's no longer a concern to me. I have Steve to work with. What? Steve. In his body, there's still a living T. Alexia virus. Steve should be a good specimen. Maybe he'll come back alive, just as I did. And be able to see your sister again. You freak! Don't you touch him! I'm sorry, dear heart. But my men have already taken him. You get out of here, Claire. But what about? As a surviving member of STARS, I have to finish this. Remember your promise. I'll end this once and for all. Say hello to my comrades who you've killed. I don't know where you get your confidence, Chris. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. The self-destruct system has been activated. All personnel evacuate immediately. Sure, I'm not human anymore. But just look at the power I've gained. Magnificent, don't you think? Oh!
Nice try. Wesker. Today's your lucky day. Next time we meet, don't count on another. Next time. Until we meet again. Keep my promises. Chris, promise me. Please promise that you won't leave me alone again. I'm sorry, Claire, but it's not over yet. There's still something we've got to do. You mean... Yeah, it's payback time. We've got to destroy Umbrella. Now. Let's finish this once and for all! Aber das werden wir bestimmt in irgendeinem anderen Let's Play herausfinden. Aber warum das jetzt gerade so verschwommen ist, ich habe keine Ahnung. Aber soll mir ist eigentlich egal. Das war's jetzt mit Resident Evil Code Verona Cakes. Das hat mir wieder so viel Spaß gemacht. Mit den ganzen Lecks hier auch noch trotzdem. Zu dem Spiel kann man ja nichts Schlimmes sagen. Die Story ist eigentlich, finde ich, immer noch beraubend. Atemberaubend. Oh mein Gott. Jetzt los. Jetzt hat er sich ganz komplett abgeschmiert, oder wie? Okay. Das gefällt mir gar nicht. Irgendwie hat er jetzt gerade. Irgendwie ist da was passiert mit Fraps. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Wenn ich Pech habe, ist das nicht drauf. Und es sieht danach aus, dass es nicht drauf ist. Aber noch. Warum nimmt... Ich verstehe das jetzt nicht. Ich sehe keine Zahlen mehr. Na egal, was auch immer. Ich habe keine Ahnung, woran es liegt. Ich hoffe mal, es läuft trotzdem noch alles. Wie gesagt, es hat mich gefreut, dieses Spiel nochmal für euch zu Let's Playen. Diesmal mit einer besseren Soundqualität, definitiv, im Gegensatz zu meinem ehemaligen Headset, was ich jetzt als Kopfhörer benutze, weil das Headset jetzt auch so langsam den Geist abgegeben hat. Aber mit dem neuen Mikrofon, was ich mir damals bestellt habe, konnte ich jetzt bessere Qualität bieten. Und ich hoffe, euch hat das Ganze auch gefallen. Obwohl ich mich manchmal richtig doof angestellt habe, einige Tote sind doch vorgekommen. Naja, was wollte ich da zu sagen? Einige Fails hätten nicht sein müssen. Ich habe auch viel zu viel
Ja, viel zu viel. Ich weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Gut, ne? Ich bin so schon schockiert mit den ganzen Aufnahmen hier. Probleme. Ich hoffe, es läuft alles. Ja, so viel Zeit verloren gegangen, wo ich Sachen nicht wusste. Wie zum Beispiel Bilderrätsel, da wusste ich die Reihenfolge nicht mehr. Wie das Serum zum Beispiel jetzt holen oder sonstige Sachen. Da fallen mir jetzt spontan nicht so viele ein. Aber einige Sachen sind ja vorgekommen, auch leider nebensächliche Sachen wie Overrange, was mich richtig gestört hat. Oder jetzt in letzter Zeit die ganzen kurzen Blackouts. Aber ich hoffe mal, das wird in den Zukunftsprojekten nicht mehr passieren. Und ich bin wieder mal froh, ein Projekt wieder abgeschlossen zu haben. Und wir sehen uns auf jeden Fall bei einem anderen Resident Evil Projekt. Mal sehen, was kommt. Vielleicht habt ihr ja Vorschläge oder Wünsche. Könnt ihr mir ja noch in den Kommentaren schreiben. Auch momentan läuft ja noch ein anderes Resident Evil Projekt. Mal schauen, ob was kommen wird. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Mein Name ist Dorunofly und wir sehen uns beim anderen Projekt. Also, bis dann.